liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das blutig ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Und nun die Nationalhymne von Deutschland. Pure Emotionen. Taktisch gesehen ist es wohl ein 4-5-1. Dieses System braucht intelligente Spieler im Mittelfeld, die dafür sorgen, dass es bei nur einer Spitze keine Unterlegenheit in der Offensive gibt. Auf dem Papier ist der Junge da vorne einziger Angreifer. Im Spiel erfährt er pausenlos Unterstützung, von allen abwechselnd, situativ. Und um das umzusetzen, musst du viel und gut trainiert haben. Der Ball rollt. Eine Frage habe ich noch an dich, Hansi. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Toni Kroos ist das Paradebeispiel für einen modernen Mittelfeldspieler. Er ist Passgeber, er bereitet vor, er schließt selbst. Er ist so etwas wie das Hirn der Mannschaft. Ja, ich denke dasselbe. Er ist der Taktgeber seines Teams. Geht über die linke Seite, bin gespannt, was sie daraus machen. Da flankt er den Ball. Erstmal raus damit. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Süle ist zur Stelle und entschärft die Situation. Gündogan. Werner ist das. Kann man so machen, Leroy Sané. Bockstarke Aktion. Versucht per Kopf. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Erstmal raus mit dem Ding. Entscheidung steht, Einwurf. Toni Kroos. Bei wem der wohl landet? Sané. Werner. Timo Werner. Werner in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Rüber, nach rechts.
Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Gündogan. Toni Kroos. Gündogan. Draxler. Sané. Gündogan. Hauptsache weg mit dem Ding. Jarmolenko. Jarmolenko. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Gündogan. Toni Kroos. Kehrer. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriffsspiel nicht gut tun. Leroy Sané haben wir hier. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Das gibt Einwurf. Leroy Sané. Und ein Schuss. Da hätte er sein Solo veredeln können. Ich bin ja eigentlich neutral, aber bei diesem Solo, da habe ich richtig mitgefiebert und ich habe gehofft, dass er sich selbst für diese klasse Aktion belohnt. Rüdiger. Toni Kroos. Gündogan. Hansi, ist dir in diesen ersten Minuten schon was aufgefallen? Also ein Kickstart ist das nicht. Beide wollen zunächst mal sicher stehen und dann mit zunehmender Spielzeit gucken, was geht. Der muss sitzen. Draxler entscheidet sich für den Rückpass. Draxler. Abnehmer hätte er. Flanke Draxler. Auf den Kopf. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Süle. Gündogan. Weltklasse Technik. Die Ukraine hat den gegnerischen Torwart bis jetzt noch nicht wirklich auf die Probe gestellt. Timo Werner an den Posten. Ganz knapp am Tor vorbei. Na, vielleicht erarbeitet er sich ja nochmal die nächste Chance. Hier hat er einfach nur Pech gehabt, dass der Ball nicht im Netz, sondern am Pfosten landete.
was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Ja, der war draußen, somit Einwurf. Und schon wieder Einwurf. Richtig gutes Stellungsspiel. Werner. Leroy Sané haben wir hier. Kehrer. Jetzt aber. İlkay Gündoğan mit der Gelegenheit. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Ja, da wird er sich ärgern. Das war knapp. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Sie haben zwar den Ball, aber sie kommen nicht von der Stelle. So können sie die gegnerische Hintermannschaft nicht in Gefahr bringen. Gündoğan holt ihn sich wieder. Leroy Sané. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Jarmolenko macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Jarmolenko. Guter Antritt, doch am Ende haben sie ihm den Schneid abgekauft. Gündoğan. Kehrer. Gündoğan. Die Gelegenheit für Timo Werner. Richtige Entscheidung, Einwurf. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Toni Kroos. Das muss was werden. Timo Werner, Tor für Deutschland. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Deutschland liegt also mit einem Tor vorn. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Kommt der an? Jarmolenko. Er schlägt ihn in die Mitte und er ist in der Luft. Also so macht er dem Torhüter keine Angst. Draxler.
Was sie jetzt machen, ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Jarmolenko. Klasse durchgestellt. Nutze die Chance. Gut aufgepasst. Starker Versuch, schöner Doppelpass. Durchaus ein probates Mittel, wenn man so viel Spielverständnis hat wie die hier. Doppelpass, ab durch die Mitte. So entsteht die Chance, aber es kommt nicht zum Torerfolg. Gerade noch so geklärt. Lieber zurück zum Goalie. Sané dribbelt aufs Tor zu. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Toni Kroos. Gündoğan. Kehrer. Gündoğan. Den Timo Werner. Der ist drin. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Herrlich. Einfach herrlich dieser Schuss und der fällt da hinten runter wie ein Stein. Ein 5-Sterne-Distanzschuss. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Und damit steht es 2:0. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Einfach nach vorne geschlagen. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Kehrer. Leroy Sané. Werner. Spielt Sané. Und sie setzen noch eins drauf. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Das sieht ganz einfach aus, aber da steckt eine Menge Trainingsarbeit hinter. Der Doppelpass und das Tor. Damit also steht's 3:0. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man ausnutzen.
Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Draxler, physisch enorm präsent. Gündoğan. Leroy Sané schießt ihn aufs Tor. Einfach mal rausgehauen. Die Ukraine liegt kurz vor der Pause in Rückstand. Toni Kroos nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Ah, toll aufgelegt. Toni Kroos. Treffer sein müssen. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Was Gündoğan! Da haut er ihn einfach weg. Schon läuft der Gegenangriff. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Süle. Werner. Alleine in Richtung Tor. Die Gelegenheit. Und er zieht ab. Eine echte Gefahr für den Kasten. Auch wenn der Ball nicht drin ist, Kompliment, dass er überhaupt hier zum Schuss kommt. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Er findet Jarmolenko. Ja, der war schon draußen. Werner will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Ab auf die Flanke. Gündoğan. Toni Kroos. Draxler. Toni Kroos. Da ist die Chance. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Ballbesitzstatistik hin oder her. Am Ende springt nichts dabei heraus. Kein echter Vorstoß in den gegnerischen Strafraum, kein Abschluss. Sowas frustriert den Trainer und die Fans. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Macht er den? Er hält drauf. Gute Aktion von Torhüter.
Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Guter Lauf auf der linken Außenbahn. Er bringt ihn in die Mitte. Den hat er ganz genau geschnuppert. Nur noch 2 Minuten Nachspielzeit. Jarmolenko. Gündoğan. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Toni Kroos. Die Gelegenheit. Er versucht's. Kein Problem für den Keeper. Das hat er technisch filigran gemacht. Ballannahme, Ballkontrolle, alles prima, nur nicht der Abschluss. Stehen da wie die Bank von England. Die Stürmer sind regelrecht losgelöst vom Restgeschehen. Da kommt gar nichts durch. Sie müssen mehr Präzision reinkriegen. Wie er den Ball kontrolliert. Da verheddert er sich. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Kehrer. Eben ja schon Assistgeber. Draxler. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Ist das ein langer Ball? Findet er ihn? Einfach herrlich. Gute Chance hier zu flanken. Er bringt ihn. Vielen Dank, lieber Pfosten. Nicht optimal, der Abschluss. Sie müssen hier auf den Torerfolg drängen, überhaupt keine Frage. Und Schüsse aus der Distanz können ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein.
Draxler. Rüdiger. Kehrer. Die Gelegenheit für Werner. Werner macht das Spiel gut breit. Hier kommt die Hereingabe. Und sofort in Schärfe. Süle spielt den Feuerwehrmann. Rüdiger. Sané wird bereits in der Torschützenliste geführt. Die Gelegenheit für Werner. Toni Kroos. Super, öffnender Pass. Die Abwehr steht. Ball ist über der Seitenauslinie. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Wieder aus, wieder Einwurf. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Er haut ihn raus. Toni Kroos. Jarmolenko treibt das Spiel auf der rechten Seite nach vorn. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Werner mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Er treibt den Ball durch. Ui, das ist die Möglichkeit. Einfach weg mit dem Ding. Gündogan. Werner ist das. Es geht über links. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Süle mit der kurzen Variante. Da kommt der Ball. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Draxler. Sie sind jetzt gefordert. Sie brauchen eine andere Körpersprache. Sie müssen beweisen, dass das Wörtchen Aufholjagd in Ihrem Wörterbuch steht. Leroy Sané. Sané! Schönes Ding. Ein Ball für den Torwart. Toni Kroos. Werner ist das. Leroy Sané. Und da ist der Pass. Toni Kroos. Guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Versucht ihn da zu klären. Werner.
Toni Kroos. Und dann ist er weg, der Ball. Werner. Gefährlich. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Ball kommt aufs Tor. Anbrennen lässt der hier nichts. Abschluss. So, dann werfen wir mal ein. Kehrer hat gut aufgepasst. Toni Kroos. Werner ist das. Gündoğan. Draxler. Jetzt der Schuss. Ja, da muss der Keeper ein bisschen was zeigen. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Jarmolenko. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Hauptsache erstmal entschärfen. Guck dir dieses aggressive Pressing an, da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Damit kannst du einen Gegner richtig zermürben. Sobald er den Ball erobert hat, wird er gejagt. Und wer er verliert den Ball wieder, dann wird es richtig gefährlich. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Flanktor, Flanktor! Toll gelöst. Ginter. Gündoğan. Kehrer. Starker Ball. Timo Werner. Mit dem Fingerspitzen. Und dann suchen Sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten Sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Jarmolenko. Physisch enorm präsent. Sané. Werner. Timo Werner. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Sie kommen nicht wirklich in den gegnerischen Gefahrenbereich hinein. Ich frage mich tatsächlich, was sie wohl vorhaben.
Und das war's schon wieder. Gündogan. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Und über die Seite. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Werner. Und die Möglichkeit. Den Ball kontrollieren sie, aber besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Raus aus der Gefahrenzone. Gut gelöst, die Situation. Sané. Freistoß für Deutschland. Vorne war nichts zu machen, es gab keine echte Anspielstation. Timo Werner! Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor! Mein lieber Mann, der Abstand hier wird immer größer, das geht jetzt einfach viel zu einfach. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlädt. Ich gehe gerne mit. Sie setzen hier noch einen drauf. Draxler hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Das sieht gut aus. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Werner. Der könnte durchkommen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Ab auf die Außen. Bekommt er den? Jarmolenko. Ganz simpel, einfach nach vorne. Toni Kroos. Die Ukraine ist besiegt, der Deckel ist drauf, aber sie können zumindest ja noch mal demonstrieren, dass sie nicht bereit sind, das Ganze so einfach hinzunehmen. Einwurf geben. Deutschland wechselt gleich noch einmal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz.
Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Can. Zeigt hier ein tolles Tempo-Dribbling auf der rechten Seite. Verliert den festen Stand. Jarmolenko. Werner. Brandt. Findet er ihn? Der Ball kommt zu Werner. Schon gut, wie er den entschärft. Und der Pass. Riesenmöck. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Das ist doch kein Fußball mehr. Das ist eine Vorführung. Das tut einem als neutralem Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung mit wunderschönen Konsequenzen für den Joker. Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Das war wichtig von Ginter. Rüdiger. Gündogan. Toni Kroos. Kehrer. Ginter. Kehrer. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und direkt in die Sturmspitze. Da war er voll auf der Höhe. Ginter. Gündogan. Kehrer. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Freunde, was für eine schwache Vorstellung. Man ist nun neben den Gegenspielern hergelaufen. Heute erreichte kein Spieler Normalform. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Das Ergebnis lügt nicht. Sie haben heute kein gutes Spiel gemacht. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.